Hallo und herzlich willkommen zum Handballsportgarten. Heute ist wieder der Leo an meiner Seite und ich würde sagen, wir können auch direkt anfangen, oder? Dann fangen wir an mit dem Spiel Feuerwassersturm. Kennt ihr alle. Was machen wir bei Feuer? In die Ecken. Weil Wasser. Hoch. Genau, Sturm. Boden legen. Kaugummi. Kaugummi. Was war Kaugummi? Oh, kleben. Genau, festkleben. Dann haben wir noch Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch. Genau, auf dem Boden. Und ich glaube, dann haben wir alles, oder? Eis können wir noch machen. Eis. Genau, das Einfrieren. Gut, dann würde ich sagen, können wir wieder mit der Musik starten. Und du darfst dich jetzt mal bewegen wie ein Känguru. Okay? Alle bewegen sich wie ein Känguru. Und los geht's. Sturm. Sehr gut. Und es geht weiter wie ein Pferd. Okay. Und genau. Hopsa laufen. Your eyes, patron saint of the season. Yeah, you were built for mid-July. Und Wasser. Jawohl. Gut. Dann darfst du jetzt wie eine Spinne krabbeln. Hier zu Hause natürlich auch. Wie eine Spinne. Genau. Und weiter. Feuer. Schnell ins Eck. Guck mal, gerade hierher. Reicht, glaube ich, schon. Muss gar nicht so weit, sonst sieht man dich nicht. Genau, perfekt. Und es geht weiter. Wie eine Schlange. Your skin soft as ice cream. Yeah, you melt under my touch. With your kiss strong as lightning. Aber die kann das auch. So, und Kaugummi. Kaugummi. Oh, klebst an mir fest. Okay. Dann löse ich dich wieder. Oh, du klebst aber fest. Und geht nicht. Du bist zu stark. So, okay. Nächstes Tier machen wir. Was machen wir als nächstes? Eine Giraffe. Nö. So groß. Mach mal eine Giraffe. So groß. Ja, guck mal, du kannst. Zehn Arme hoch. Jawohl. Und Kaffeeklatsch. Sehr gut. So, letzte Runde. Darfst jetzt dich bewegen wie ein Elefant. Nee, wie eine Lampe. Eine Lampe geht leider nicht. Machen wir einen Elefant. Komm auf, letzte Runde. Einmal einen Rüssel. Ist gut. Und das auch dampfen. Eis. Sehr gut. Okay, dann fangen wir an mit dem ersten Spiel hier. Wir fangen an mit dem Eierlauf. Okay? Ne, nimm drei. Kannst ruhig drei nehmen. Guck mal. So. Wie passen hier drei auf den Löffel? Alle drei muss nicht auf den Löffel. Komm mal mit. So, gehen wir hierher. Guck mal, den darfst du mal hinter die Linie legen. So. Also, wir spielen eine Runde Eierlauf. Gib mal ganz kurz den Löffel. Genau. Haben wir, glaube ich, schon auch mal gemacht. Und zwar darf jetzt der Tischtennisball auf den Löffel. Und dann läufst du Slalom hier durch. Und versuchst jetzt zum Schluss. Bisschen schwer, aber wir probieren es. Boah, ich habe ihn. Genau, den Ball auf die Flasche zu legen. Genau, ihr könnt es probieren. Ich habe es jetzt auch nicht geschafft. Gar nicht so leicht. Der will nicht. Wir machen es mit Hilfe, würde ich sagen. Guck mal, ihr dürft mit einem Finger hier so stoppen.
Genau, dann liegt er drauf. Gut, probieren wir es mal. Okay? Okay. So, dann. Geht? Mhm. Jawohl, und los geht's. Ups, bist du schnell. Probier's nochmal. Komm mal her, nochmal zurück. Mach's ruhig erstmal. Eine Runde langsam. Danach, wenn es gut klappt, kannst du es ein bisschen schneller probieren. Probier's mal. Genau, dass du gut ankommst. Und dann legst du es drauf. Kannst genau. Halt ihn fest mit der anderen Hand. Jawohl, passt. Und zurück. Nächsten holen. Sehr gut. Jawohl, genau. Jawohl, gut. Und dann wieder drauflegen. Und zurück. Und den letzten. Perfekt. Genau. So, dann nehmen wir sie wieder. Darfst du Retten holen? Legst du wieder ans Ziel, an Start hier. Komm her. Wir machen es noch ein bisschen schwieriger für dich beim Laufen. Jawohl. Und zwar darfst du jetzt rückwärts durch den Parcours. Okay? Wieder einmal auf den Löffel und rückwärts durch den Parcours. Genau, rückwärts, das war jetzt immer noch vorwärts. Probier es rückwärts. Genau, drauflegen, perfekt. Wieder zurück, nächster. So, jetzt rückwärts. Genau, gut. Gut so. Und wieder. Macht nichts. Einfach wieder auf den Löffel und probier es nochmal draufzulegen. Gut so. Und den letzten noch, auch nochmal rückwärts. Rückwärts, genau. Und rum und auf die Flasche. Nochmal probieren. Sehr gut. Jawohl. Dann darfst du, guck mal, Leo darf gerade die Bälle gerade da wieder an die Seite legen. Ich nehme die Seile. Kannst du auch gleich in die Schachtel machen, die brauchen wir nachher. Das ist richtig. So. Wir räumen kurz alles hier ein bisschen auf und dann, so, das machen wir gleich, so, das machen wir gleich, okay, ganz zum Schluss. So, guck mal, darf mal zu mir kommen, wir müssen wieder den Konstanz TV Zuschauern Tschüss sagen, so, genau. Wir verabschieden uns von den Konstanz TV Zuschauern und auch hier wieder. Wenn ihr weiter mit uns noch ein bisschen Sport machen wollt, einfach auf den Livestream der HSG Konstanz gehen. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Ach stimmt, wir brauchen noch. Ich hatte die drei Tischtennisbälle. So. Und zwar fangen wir, ich nehme jetzt mal eine Flasche als Startpunkt. So. Und zwar Tischtennisball pusten. Ne, lass ruhig, guck mal. Und zwar darfst du jetzt versuchen, den Tischtennisball, jetzt musst du auf alle Viere, musst krabbeln. Und den Tischtennisball versuchen, da rein zu pusten. Darfst natürlich hinterher krabbeln, okay? Immer vorpusten, hinterher krabbeln. Genau, weiter. Und der muss jetzt einmal hier rein und einmal da rein. Kannst du aussuchen, wo du als erstes hingehst. Genau, in die Öffnung. Fast. Einmal drumherum. Okay. Dann gehen wir das mal davor. Dabei war er drin, oder? Ja. Sehr gut. Dann komm zurück. Der zählt schon mal. Machen wir den nächsten. Genau. Also. Passt? Da. Jawohl. Gut. Und der letzte noch. Jetzt musst du einmal da rum noch um das Ding. Genau. Hier rein, schau mal. Jawohl. Fast. Gar nicht so leicht, gell? Und weiter. Ah. Macht nix. Weiter. Da, drüber. Ein bisschen leicht schummeln, gell? Probiert's ruhig von der richtigen Seite rein. Genau. Sehr gut. Haben wir es auch geschafft. Ja, oben drüber. Guck mal, das mal die Seile auf die Seite machen. Den Müll müssen wir nicht. Den brauchen wir nämlich jetzt. Schau mal. So.
Ein Seil kannst du gerade liegen lassen. Lass ruhig da liegen. Wir müssen schauen. So. Nee, darfst jetzt hier in das Seil stehen. Okay, genau. Und zwar, lass ruhig mal liegen. So. Boot ist ein bisschen weit. Komm mal näher her. Wir machen jetzt nämlich wieder eine Runde Zielwerfen. Und zwar hast du wieder 3 Tischtennisbälle. Ich erkläre es kurz. Und zwar machen wir die erste Runde, darfst du ganz normal werfen. Okay, 3 Bälle, 3 Versuche. Schauen, wie viel du triffst. Als nächstes probierst du einen Sprungwurf. Okay, du kannst ihn auch schon so machen, wie du ihn gelernt hast, mit 3 Schritten davor. Okay? Ja. Und dann hochspringen, werfen. Haha, das ist eilig, gell? Ja. Gut, erstmal normal, fast. Oh, der war gut. Und? Ah, fast. Schnell hinterher, hol sie dir. Genau, hol die 2. So, die nächste Runde, Sprungwurf. Okay, 3 Schritte. Aber wir gehen, da können wir ein bisschen weiter zurück, weil da springst du ja noch nach vorne. So. Und, ah, aber richtig abspringen, sonst standst du im Kreis. Okay, probier's nochmal. Hier ist der Kreis, wie im Handball. Okay, da darfst du nicht reintreten. Genau, gut. Nächster, passt noch 2 Versuche. Genau, ups. Jawohl. Ja, 3 Schritte reichen dir ja. Probier's mal mit 3 Schritten. Jawohl. Gut. Letzter Versuch, der war hier vorne, gell? Probieren wir wie im Handball. Wie wir es üben. So, nochmal. 3 Schritte. 1, 2, 3, war ein bisschen mehr. Und so, einen noch richtig. Probier nochmal wie im Handball. Nimm nochmal mit, Leo. Komm nochmal her. Wo ist der letzte? Macht nichts. Komm her, machst noch 2 Würfe. Den suchen wir nachher. Komm her. Einmal machst du es noch richtig. Damit alle wissen, dass du es auch richtig kannst. Nee, mit 3 Schritten. Links, rechts, links. Das war rechts, rechts. Nochmal, anderes Bein. Ja, Sprung. Ja, genau. Gut so. Dann räumen wir hier kurz auf. Du darfst die Bälle nehmen. So. Alles gut, wenn du nicht. Genau. So, noch den nächsten. Gut. So, für das nächste Spiel müsst ihr davor so ein bisschen basteln. Und zwar könnt ihr da einfach so einen Eierkarton nehmen. Und vorne müsst ihr hier so ein Loch reinschneiden und innen drin müsst ihr hier diese Trennwände rausschneiden und am besten was draufkleben, damit die Bälle da nicht durchfallen, die ihr da reinmacht. Genau. Und dann noch eine Schnur durch. So, und dann erkläre ich das Spiel. Komm mal hoch. Letztes Spiel, dann hast du es geschafft. Und zwar, genau, Tischtennisbälle sind drin. Ich binde das jetzt im Leo hier einmal um die Hüfte. Upsa, komm mal. So, komm her. Die fallen schon von alleine raus. Muss man kurz so machen. Komm her, umdrehen. Andersrum. Gut. So, ich bin das im Leo hinten ran. Muss mir wieder sagen, stopp, nicht so. Da fällt schon einer raus, macht nichts, alles gut. Lass mal die Finger weg, sonst reißt es nicht so fest. Stopp, stopp, stopp. Für ein Spiel muss es halten, weißt du? Das ist nämlich nicht ganz so stabil. Aber es gibt ja mehr. So, und jetzt versuchst du, den tue ich nochmal rein. Alle Tischtennisbälle. So, aus der Packung musst du rauskriegen, genau. 2 hast du schon. Genau. 2, 4, 6. Oh, hast schon alle. Sehr gut. Willst du mal probieren, oder? Ah, guck mal, die Packung reicht. Schade. Ja, wobei, einmal probieren wir es noch. Einmal hält es noch. So, wir lassen es gerade dran. Lass mal dran. Ich mach sie dir noch mal rein. Das geht gut, wenn ich springe. Ja, dann geht's gut, gell? Ja. Ja, machen wir mit 3, das reicht, glaube ich. Ich spring mal. So, mal schauen, ob es hält. Genau, zu Hause. Könnt ihr das vielleicht auch noch hier so ein bisschen verstärken, dann hält es länger. So, ja, wir probieren es mal, aber ich glaube, es hält nicht mehr so lang. Einer ist noch drin, oder? 2 noch. Ja, 2 sind raus. Sehr gut. Gut, genau. Mal ein neues Spiel. Achtung, ich mach's dir weg. So. Ich hab so nachgeholfen. Ein bisschen hast du nachgeholfen. So, gut. Für ein Spiel hat es gereicht. Jetzt kann er gleich kaputt gemacht werden. Kannst gleich machen. Aber davor, stopp, davor sagen wir noch Tschüss. Okay? Abschlussrakete. Alle Hände zusammen, jeder auf dem Fernseher und dann 1, 2, 3. Der Handballsportgarten ist vorbei. Sehr gut. Ciao.